Rocket. Menschenskinder. Alter, jetzt Er hat zwei Uwu Stück. falsch geschrieben. Was? Er hat Uwu falsch geschrieben. Du weißt, wen ich meine. Ja. Oh, fuck. Uruguay. Ja. Ja. Jetzt sind wir wieder bei... Oh, nee, Alter. Sind wir wieder bei R, Alter. Leute, ich habe eine ganz kurze Frage an euch. Ja. Du kannst dich auch ein kleines bisschen lauter stellen hier unten bei uns. Ja, Mann. Oder kommst du einfach gerade hier runter? Das sind 5 Meter. Ja. Ist das jetzt laut genug unten? Ja. Alter, ich höre dich in Real Life lauter als über das Ding. Jetzt komm her. Nein, ich habe keine Lust. Okay. Ich wollte fragen, wo man alte Kühe findet. Alter. Alte Kühe? Der ist richtig schlecht, komm. Im Museum. Jetzt lach doch wenigstens. Nein, dein Output ist nicht kaputt. Hier lacht tatsächlich keiner. Okay, nicht schlecht. Wirklich nicht. Oh Mann. Oh Scheiße. Mit R fällt mir jetzt echt gar nichts ein. Hey, die klingen aber langsam. Wirklich. Schoko-Auto-Hut, glaube ich. Man muss es beim Namen nennen, das ist reine Körperbeherrschung, weil jeder andere hätte sich in die Hose geschissen. Oh Scheiße. Wirklich. Hast du das wegen deinem Bein extra hochgetan? Das liegt da schon eine Weile so. Wenn du gar nicht gut anwendest. Den hätte ich auf der anderen Seite auch nicht so. Also, R. Du. Oh. Nee, ich komme da drauf, Alter. Komm auf Kant. Also, wir hatten Russland, wir hatten Rumänien. Ja. Hört doch jetzt mal auf, in Chat zu schreiben, Mensch. Gibt uns ein bisschen Zeit zum Überlegen. Man muss nicht alles in 10 Sekunden lösen. Sonst furze ich euch mal direkt in eure Leitung rein, Alter. Damit eure Nachrichten auf dem Weg in den Chat verfaulen, Alter. Oh. Ja, dann haben wir Buchstabensalat und dann sind wir wieder vorm Rätsel. Oh, ich sag's euch, ich bekomme gerade echt irgendwas ganz Komisches. Ja, also eins mit R hätte ich noch. Ja, Ruanda, fertig. Ja. Jetzt sind wir wieder bei U. Ja. Das ist einfach, U gibt's noch jede Menge. Ja, Leute. Kann mir jemand sagen, wie ein Hund ohne Beine heißt? Nochmal bitte? Ein Hund ohne Beine. Wir stellen uns auf reges Gelächter ein. Das ist eigentlich scheißegal, wie er heißt. Er kommt eh nicht, wenn man ihn ruft. Oh. Jungs, nicht schwach werden. Warte kurz, ich musste gerade furzen. Wenn der Dr. Google nicht wäre, hä? Oh Mann. Scheiße. Okay, also U. Ja. Jetzt gehen wir ganz wild. Komm, Ukraine. Oh. Alter Junge. Oh, Kosovo. Hast du jetzt gerade extra dein Bein hochgetan? Das ist wirklich noch Körperbeherrschung. Das ist. Ja, genau das. Nur das extra Design ist verschwollen. Kurz bevor du hast. Oh Mann, ey. Oh Mann, ey. Ich muss mir gleich noch ein Getränk holen. Ich glaube auch. Was nochmal? Ich muss mir gleich noch ein Getränk holen, sonst... Ja, ich glaube auch. Ja, definitiv. Gleich noch einen neuen Holy wieder. Was hat's gerade eben gesagt? Kosovo. Oh. 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 Weiß ich schon eins. Österreich mit OE geschrieben. Warum lachst du da? Warte. Dann nehme ich nächstes Mal Russland mit CH geschrieben. Russland.
Ja, oh Mann. Oh. Bringst du mir ein Bier mit? Danke. Gut, wir haben jetzt den Oman. Möchtest du mit M weitermachen? M, warte mal. Also wenn hier gleich nochmal Lösungen reingeschrieben werden, gibt es einen Timeout. Madagaskar. Es zählt nicht. Halt's Maul, Alter. Madagaskar ist raus, ist auf der Blacklist. Egal wie laut du bist. Die Mutter von Nicke ist Lauda. Okay. Gut. Abgehakt, oder? War gut. Trocken. Mit M. Boah. Digga. M, komm schon. Oh, scheiß drauf, Digga. Schon so eigentlich. Das war ein Hinweis, by the way. M. Alter. Oh mein Gott. Ja. Ja, was soll ich denn noch sagen? Marokko, Alter. Digga, wir haben ihm gerade zwei Länder quasi vorgesagt. Und dann nimmt ein anderes. Aber das ist gut. Prost. Also Leute, mein Ding war mal im Buch der Rekorde, gell? Mhm. Danach wurde ich aus der Bibliothek geworfen. Weil du es rausnehmen solltest aus dem Buch. Och Mann! Ist genauso. Michele, wusstest du schon das Neueste? Ja, erzähl. Wissenschaftler haben rausgefunden. Nachdem man ihnen den Weg gezeigt hat. Sind aber dann wieder reingegangen. Warte mal, ich krieg gerade einen Anruf. Michele, 2001 für dich. Die wollen ihre Witze zurück. Ah, scheiße. Fuck, ey. Madagaskar war es. Marokko war es, ne? Marokko, ja. Marokko. Algerien. Luxemburg. Digga, Junge. Machst du das denn mit Absicht? Ich hab noch vier Länder mit U im Kopf. Jetzt komm schon. Wir hatten Ukraine, Ungarn und Uruguay aus dem Chat. Also drei kann ich dir noch sagen. Ich auch eins auf jeden Fall. Und was macht denn ein Clown im Büro? Faxen. Ja. Das ist ziemlich utopisch. Bin ich sicher. Das passiert. Da hat sogar der Bildschirm keinen Bock drauf. Also du sagst uns, wenn du Tipps haben willst, bis dahin einfach Zeit nehmen und überlegen. Zeit nehmen, den Humor genießen gerade. Bin die Witze noch eins. Kennst du das mit dem Lepra-Kranken im Puff? Mhm. Der ist auch gut. Mhm. Das war als mein Lieblingswitz. Ich habe den nie witzig gefunden. Echt? Nee. Das mit dem selben Typen im Liverpool? Das hat mich auch nicht so abgeholt. Echt? Nee, diese Lepra-Witze, die fand ich nie so gut. Echt? Nee. Mutterwitze haben aber dafür echt. Die waren sehr gut. Die gehen immer. Ein paar sind auch echt, boah, Alter. Wie heißt das? Reh mit Vornamen? Renn? Keine Ahnung. Püree? Nee, das ist so dumm, dass die einfach nicht drüber lachen werden. Das Reh mit Vornamen. Oh, jetzt kommt nochmal ein Banger aus der Regie. Aufpassen. Auf geht's. Das ist so schlecht. Wir hören zu. Kartoffelpü. Okay. Okay. Stehen zwei Hochhäuser im Keller. Digga. Kommt da noch was? Kommt da noch was? Sagt das eine, ich habe Angst vor Erdbeben. Sagt das andere, ich mag Joghurt. Wow. Hä? Ich habe nichts erwartet und ich wurde enttäuscht. Ja, das ist echt so, Alter. Ja, schon so. Wow. Wow.
Als ich zwei Hochhäuser gehört habe, dachte ich kurz so, okay, das kann schon was werden. Ich musste jetzt wegen der Einleitung von Rocket Devil lachen, also, aber nicht wegen der Pointe, die kommt, sondern weil ich an das Video denken musste, wo dieser Typ den Witz erzählt und sich so komisch einen ablacht. Nee, was macht ein Pirat am Computer? Die Enter-Taste drücken. Warte, ich suche das Video raus, Alter. Das muss mir jetzt aber geben. Oh. Scheiße. Oh. Bei welchem Land sind wir denn? Wir waren bei Huhn schon wieder. Oh, komm, ich sag dir mal eins, weil das wird dann vielleicht schwierig für ihn, okay? Alter, warte. Es ist gleich wieder mit M. Es ist südlich von Russland. Neben Kasachstan, dem schönsten Land der Welt. Das hattest du schon gesagt. Auf geht's. Das Land habe ich noch nicht gesagt. Okay. Der ist extra für dich. Ich hatte gar kein U. Ukraine. Nein, nicht schon. Dieses Land. Extra für dich. Ein bisschen weiter rechts unten davon. Ja. Es ist mehr so zwischen Türkei und Russland. Ja. Yeah. Also, wenn hier die Türkei ist und hier Russland, dann ist es hier unter Russland. Ja. Ja, Moldawien fängt mit U an, stimmt. Mhm, richtig. Moldawien. Okay, warte kurz. Warum können Bienen so gut rechnen? Weil sie Taschenrechner benutzen. Weil sie die Quersumme oder sowas. Irgendwas mit Summen. Irgendwas mit Summen ist die Pointe. Heraus. Können wir Rocket Devil mal ein 10 Minuten Timeout geben hier? Das ist Usbekistan. Hatten wir das nicht auch schon? Nein, das ist kein Land. Der wollte USB hinschreiben. USB und dann Ekistan halt. Ekistan. Er war kurz vorm Glauben. Oh. Also darf ich mit S jetzt? Also ja, oder das war das Land, das ich gemeint habe. Also darf ich mit S jetzt oder was? Ja. Schweden. Ach so, ey, wir haben natürlich auch noch die US-Staaten. Dürfen wir nicht vergessen. Ja, da gibt es auch noch ein paar mit U. Nehmen wir mal eins. ich habe eins. Ich habe auch eins. Stimmt. Eins hört mit einem Stöhnen auf. Jetzt wird es jetzt wird's aber richtig schwer. Schweden. Warte, wie, bei Us... C. Ich dachte USB... Ich dachte Usbekistan schreibt man mit Z. Ein. Ja, sieben Leute schreiben da auch ein. Das ist ja so typisch. Nee. Ich glaube, mit Z ist es die internationale Schreibweise. Okay, ja, gut, ja. Ich denke gerade auch an das Türkische. Nochmal bitte. Schweden. Also mit C. Mhm. Alter, wow. Da gibt es X. Natürlich China. Ein Vegetarier. Er hat kurz gedacht, so outplayed, Alter. Was kam jetzt? Ich hab's nicht gehört. China, also H für ihn. Ach so, Hawaii. Möchtest du auch? Bringst du noch eins mit? Was? Natürlich. Hawaii. Ah, du musst, Bunny, da oben steht irgendwo ein schwarzer Hoodie, den musst du mal mitbringen. Irgendwo, bei der Regie. Was ist denn ein schwarzer Hoodie? Hoodie. Ach, ein Hoodie. Okay. Der steht nämlich nicht mehr hier. Vielen Dank. Soll ich was, wie nennt man einen dicken Vegetarier? Biotonne. Leute, ich laufe keinem Mann hinterher. Annette, 33, Rollstuhlfahrerin. Regie, können wir der Regie kurz 10 Minuten Timeout geben? Ja. nee, leider nicht. Das ist unmöglich. Das ist nicht machbar. Ja. Nee, aber... Also ist ja nicht so, dass wir hier unten auch einen Stecker ziehen können. Ist das ein Bembel? Scheiße, stimmt. Ja. Ist auch rein. Später. Wir gestern aber auch schon getrunken. Ah. Oben steht noch eine Stiege. Eine Stiege. So. Rocket Devil, ich glaube, dass man in der Kirche keine Ameise findet, weil sie Insekten sind. Australien. Wie kommst du jetzt auf Australien, Alter? Australien? Weil ich Hawaii gesagt habe. Ach so. Hey. Nee, er hat es einfach so Australien random ohne Kontext gesagt. Ach so, hä? Aber hast du gerade Australien gesagt? Ja. Oh, bester Mann. Oh, jetzt bin ich schon wieder bei einem scheiß U, Alter. Der Junge ist gar nicht sein. Ja, Us. Naja, gibt schon noch ein paar so Uga-Uga-Länder.
Umba, 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 tre. Oh, Fußballwitze bin ich raus. Bei welchen Buchstaben sind wir? machst du das mit Absicht, ohne Scheiß? Das kommt ja nicht von mir. Hier, nimm. Ist USA. Waldmeister drin. Allgemein USA. Moment, er hat nicht Unrecht. Ja, stimmt, United States of America. Ja, das ist ein Land, passt. Ja. Was wieder ist. Ja. Nee, eigentlich N. Bin ich dran? Eigentlich N, oder? Wenn man es komplett ja, das nimmt. Ist dann erst N. Du könntest aber ja, könntest auch sagen, das sind die Vereinigten Staaten, das sind die United States. Ich glaube, USA. Ja, ist klar. Ich glaube, USA ist der am meisten verteilte Begriff. Erstmal weil sonst, wir spielen ja mit deutschen Ländernamen, müssen wir Vereinigte gemacht, Staaten nehmen. Okay, also ich glaube, USA ist hier besser. Hey, zeig dich bitte nochmal. Digga, wie voll hast du den gemacht? Weißt du, jetzt komplett vorne vollgepisst, hinten eh schon alles schwarz. Nee. Boah, ey. Das muss jetzt nicht persönlich werden, indem du zielst auch noch. Da fällt gleich der, Lauch sogar schon der, um, der Lauch fällt vom Tisch wegen. Guck mal, wie der den Flügel runterhängt, Alter. Ich, schau mal, der ist richtig unhappy, Alter. Da fault sogar der Lauch, Alter. Hey, der ist richtig sad jetzt. Schau, der vorher war er so. Aber seit du gefurzt hast, ist er so. Oh Mann. Mensch, das Fabi hackt uns mal in den Kopf, aber ich sag's dir. Oh, fuck. Der geht erstmal direkt wieder schlafen, wenn er hier reinkommt und die Fahne riecht. Ach, warte kurz, das klingt vielversprechend. Oh, was ist ein Keks unter einem Baum? Ich weiß es, ich weiß es. Das ist ein schattiges Plätzchen. Oh, der ist gut. Der ist gut. Doch, der gefällt mir. Das ist mega gut. Warte, ich bin aber auch dran jetzt, ne? Mit N. Du bist jetzt mit S dran. Mit S, okay. Oh, fuck. Wir haben uns auf USA geeinigt. Okay. Ich nehme die Slowakei. Mhm. Lettland. England. Soll ich weitermachen? Mit kannst du gerne machen. Okay. Beschleunigen wir das Ganze. Nigeria. Italien. Leute, ganz kurze Frage, was macht ihr da? Also jetzt Real Talk. So. Also einer sagt immer ein Land und der nächste muss ein Land sagen, was mit dem zweiten Buchstaben anfängt von dem Land, was der vorherige gesagt hat. Ah, okay, danke. Gerne. Ja. Mhm. Italien hatte ich gesagt, ne? Also, Thailand. Holland. Moment, doch, passt. Ohio. Oh. Wie war das vorhin? Usbekistan? Usbekistan! Ein Haar. Das hast du vorhin echt durchgezogen. Hat es geklappt? Nein, nein, es war tatsächlich A, Australien. Okay. Okay. Er hat es nur wie Sohan betont. Australien. Okay. Deine Idee wäre gewesen, die bereits genannten aufzuschreiben. Ich denke, so viel kognitiv anwesend sollte man noch sein. Oh, ja. Uns die zu dritt zu merken. Lass mich gerade mal überlegen. Was hatten wir jetzt mit? Hast du jetzt echt deine Hose gewechselt? Ha? Ist mir echt leid. Oh. Moment, was hatten wir bei dir jetzt? Er ist jetzt bei H. Ja, wir hatten Hawaii, Thailand? Wir hatten Holland. Okay. Das war's, glaub schon. Hawaii habe ich gar nicht mitbekommen. Ja. Was ist klingt das? Aber auch schon, wieso? Der klingt aber auch schon kriminell. Ich habe am ersten Mal nicht gedacht, okay, ich habe am zweiten Mal nicht gedacht. Warum machst du am noch ein drittes und ein viertes Mal? Bist du verrückt? Hör drauf jetzt. Ja, das ist ein reiner Nerventest. Ja, das sind hier nicht unsere Stühle, gell? Also. Die Stühle, die werden danach, glaube ich, ausgesondert. Ja. Dieses Spiel ist gerade perfekt. Wir müssen uns zwischendrin konzentrieren und nachdenken und dann kommen so Pausen, wo wir einfach komplett lost sind, ja. Wo wir einfach den leeren Kopf und den leeren Arsch haben für kurze Zeit. Hals tut weh, Alter. Ich kacke ab. Ich bin gerade wirklich
Alles klar, Rocket Devil. Rocket, gut. Den Witz kannte ich noch nicht. Doppelschicht ist Quatsch, oder? Gleich, wo es geschrieben hast, hast du gemerkt, dass es Quatsch ist, gell? Lass dich nicht unterkriegen. Viel Spaß. Danke, dass du dabei warst. Ja, gibt's da nochmal viel? Immer noch bei Hai. Gibt's ein Land mit Hai? Ja. Ah. Warte. Ich geb dir einen Tipp, okay? Ich geb dir einen Tipp. Pass auf. Siehst du das? Ich sehe das. Das ist mit diesem Land passiert. Oh, Scheiße. Guck da hin. Oh ja, du hast recht. Ja. Jetzt hab ich's. Das war ein Erdbeben, ne? Ja. Deswegen hab ich die Erschütterungsgeräusche dazu gemacht. Hat's aber keinen Erdrutsch. Scheiße, Alter. Sehr makaber. Ja, stimmt. Was geht denn ab, Alter? Guck mal, wie trocken das ist. Oh, fuck. Gute Nacht, Devil. Ranger. Ohne Witz. Alles gut. Oh, Bello hat einen Clip erstellt. Oh. Das war doch er, oder? Oh. Nee, ich weiß nicht, vielleicht war es auch nur ein Stuhlgeräusch. Hi. Keine Ahnung, ich bin gerade voll. Südamerika. Nein. Südamerika. Nein. Ist das nicht Südamerika? Nee, das ist hier überhalb von, unterhalb von Teheiland. Und oh, ich bin überhalb falsch. Von, ja. Wie heißt das nochmal? Philippines. Philippinen, überall. Mhm. Sagt's. Haiti. Ja. Du hast noch ein anderes, oder? Weiß ich nicht. Nein, ich meinte Haiti. Achso, ich weiß schon. Da gab's die. Wieso dachte ich, dass es in Südamerika ist? Wegen den all den Unwetterkatastrophen, die da immer sind. Ja, ja. Das heißt A jetzt? Ja. Sag mal, wie laut hört ihr das da oben eigentlich? Ich glaube, die haben das extra auf. Hört man das überhaupt auf dem Mikrofon? Die haben bestimmt die Sensitivität vom Mikrofon extrem empfindlich gemacht. Das ist ein Richtmikrofon. Ja, Gott sei Dank riecht und keine Riech. Das glaubt doch sonst keiner. Okay. Gezielte oder geteilte knarrende Stühle. Hey, ich glaube, ihr spukt. Ich glaube, ihr pupst, Alter. Also ich sag Andalusien. Was gab es? Nicaragua. Regie, mach doch mal bitte den Clip an. Bitte nicht. War der Clip gut, Regie? Ah ja. Naja, okay, lohnt sich nicht. Guck mal, jetzt haben wir über keinen einzigen Witz von ihm gelacht, aber siehst du, wie er den Clip findet. Nee, aber laut. Indiana. Er ist dran. Mach weiter, er ist beschäftigt. Nicaragua. Hab ich das nicht gerade gesagt? Hast du? Deswegen warst du bei I. Okay, dann. Voll die geile Idee. Oh. Ich kann jetzt nicht Niederlande sagen, weil ich habe ja schon Holland gesagt vorhin. Das ist korrekt. Okay. Nee, machen wir so. Nee, besser. Okay, nicht lachen, warte. Also da gibt es schon viele Länder noch. Ja, Alter, mir fällt gerade kein einziges. Einfach mal über den Globus denken, ein bisschen. Digga. Bisschen, ja. Scheiß Werbung. Na gut, kann ich den Nordpol als Land deklarieren? Ich glaube nicht, dass es ein Land mit Grenzen ist. Okay, mal gucken, was haben wir so im ja. Südamerikanischen Bereich? Nee, gerade noch nicht. Oder willst du eine rauchen? Gleich. Also dann gleich. Moment, das war vielleicht ein Tipp. Mal gucken, vielleicht komme ich von alleine drauf. Rauchen.
Bin das viel Das war, glaube ich, kein Tipp. Vollbild. Kamin. Kamine werden vom Weihnachtsmann bestiegen. Oh, Weihnachtsmann. Nee. Den Weihnachtsmann gibt es nicht in Ländern mit Kommunismus, richtig? Ja. Mhm, was haben wir da für welche? Wir haben Russland. Russland, war klar. Ich würde eher mehr in den asiatischen Raum gehen. Okay. So ist besser. Welchen Buchstaben brauchst du nochmal? Du brauchst jetzt ein O. Oh nein. Fuck. Oh, Oregon. Alter, was war das jetzt? Was? War das der Echo? Von da kam es gerade von da drüben ein anderer zu. Nein. Ey, ich glaube, ich spinne mittlerweile. Ich glaube, mein Gehör ist einfach dumm. Ey, Hardtrail, meine Videos sind nicht dumm. Du bist dumm. Einfach zurückwerfen so. Nee, danke, freut mich. Er sagt noch, du bist der Beste, ich liebe deine dummen Videos. Und dann du bist dumm. Oh fuck. Alter, nach dem heutigen Tag werde ich 2 Wochen einfach nicht lachen können. Du darfst übrigens wieder mit R weitermachen. Mit was? Mit R. Oh. Welche Oregon sucks. Warte, ich hab doch Oregon. Nein, warte, wir machen es anders. Ich hab doch Oregon ganz am Anfang. Gut, dann sage ich Oklahoma. Warte, ganz kurz, da ist ein A dazwischen. Es ist Oak, so wie Professor Eich. Gentrix, da hast du absolut recht, das ist richtig. Oh. Wovon ist Holland eine Provinz? Von der Niederlande. Oh, das ist der ganze Bereich mit den Mühlen. Mhm. Das ist Holland. Da bei dem Käse-Äquator lang. der angrenzt an den Weißwurst-Äquator von Bayern. Ja. Aber dieser ganze ländliche Teil, meinte ich, das ist Holland und alles andere. Warte mal, der ländliche Teil, also die ganzen Niederlande eigentlich. Okay, warte. Außer Amsterdam. Da, wo es 1 Zentimeter hoch geht. Fuck. Okay, wir brauchen K. Oklahoma. Mit K. Ja, da K haben wir noch ein paar. Es ist, nein, es ist A. Ah. Oak. O-A. K. Du hast absolut recht, ich bin dumm. Ja, also deutsche Schreibweise Oklahoma. Oklahoma. Wie das schreiben? Okay. Ja, Oklahoma. Und dann Homer. Ja, Oklahoma. Okay. Also A. Nein, seid ihr bescheuert? Oklahoma schreibt man nicht mit O-A, oder? Nein. Schreibt man nicht mit OK? Bist du sicher? Ja, sicher. Direkt OK. Jetzt macht keinen Scheiß. Aber jetzt hast du mir noch mal einen Tipp gegeben. Ich weiß noch mal eins mit O. Warte mal kurz. Na, Oklahoma, so schreibt man's. Ja, okay. Also doch ein K. Wieso habe ich an die Eiche gedacht? Ich weiß auch nicht. Digga, warum denkst du? Oklahoma. Wie kommst du da drauf jetzt? Keine Ahnung, ich habe einfach ins Englische Pokémon gedacht. Hast du vielleicht an Oakland gedacht oder so? Professor Eich, Professor Oak. Und dann dachte ich an Oak. Did you provoke me? Okay, der war halt nicht schlecht. Mit K. Dann mit K, bitte. Stimmt. Ja, wir haben uns auch, er hat vorher den nördlichen Teil davon gesagt. Ja. Ich glaube, ich bin raus für heute. Ich fliege gar nichts mehr. Hier stinkt's. Wobei, das bin ich auf Essen. Ja gut, dann machen wir bei dir weiter, wenn du nicht möchtest. Yeah. Welchen Tipp? Ja, einen kleinen. Ich hab vorhin schon also gesagt, wenn ich dir einen Tipp mit K sag, dann... Es ist in Europa. Okay. Und da kommen die meisten Kroaten her, die... Nee, Alter, wir machen das. Boah, das war der bestverpackteste Tipp. Gut. Ja, du kannst doch einfach. Da kommt die. Danke, Billy. Ich hab vorhin ihm versucht, Malta zu verkaufen und sagt sie M, Alter. Also. Nimm Kanada. Warte, was? Auch mal. Ja,
Kroatien und dann Kanada. Ja, ich weiß. Kanada. Ich wollte, dass er Kanada nimmt. Oh, schon wieder mit R, Alter. Willst du auch einfach eins mit K machen, dass es nicht ganz so lang dauert? Alter. Jetzt hab ich der kam aus der Regie, ja, den, ja. Den haben wir hier durch die Boxen gehört. So ein Assi, und ich denke die ganze Zeit, Ranger muss hier mit, deswegen guckt er auch so ernst. Ich denke, das kommt aus der Regie. Wir reißen uns hier zusammen, dass man es nicht im Mikrofon hört, die heben sich das Mikrofon an den Arsch, Alter. Zieh das mal wieder da raus. Die haben das hier sicher mit Panzertape so hinten an Oberschenkel rangemacht. Das mein. Aber du musst die Regie uns jetzt auch erklären, wie man die Dinger wieder reinigt. Dabei, Maxi. Ja, machst du mir mit K weiter nochmal. Kanada. Nochmal. Kanada? Das ging dann direkt die nächsten, das Mikro. Oh Mann. Alle. Jahre wieder. Rolltreppen, Rolltreppen, Rolltreppen. Alle. Geben wir gerade Tipps oder machen wir einfach Blödsinn? Wir machen gerade einfach random. Andorra. Oh. Ja. Gibt's auch mit der P-Variante, Pando. North Dakota. Oh. Oh. Barcelona. Ich muss gerade an diesen Drachenlord-Clip denken. Ich weiß. Yes. Was ist dein Lieblingsland? Italien. Barcelona. Barcelona. Oh Mann, ey. Ich kann nicht. Ich kann nicht mehr. Ich kann das alles nicht mehr. North Dakota, also hast du jetzt ein O. Mhm. Er macht den nicht mit, oder machst du noch mit? Ja, schon, aber bei manchen bin ich halt dann wahrscheinlich was. Okay, sollen wir vielleicht Länder austauschen und einfach rübergehen auf Persönlichkeiten? Mit wir können einfach jetzt Städte. Das Einfachere ist Städte. Ja, da findest du eigentlich immer was. Wow, okay, aber da müssen wir nochmal eine Stunde. Irgendwann bist du halt raus, weil irgendeiner wird sich dann dran erinnern, weil die Stadt dann schon mal vorkam. Ja, nach den Millionen Städten, die wir haben. So, ne? Offenbach. Wir können jetzt, machen wir es so, wir zählen noch einmal alle Hauptstädte der europäischen Länder auf und dann gehen wir eine rauchen. Okay. Digga. Sind übrigens über 30. Nochmal. Ich denke auch immer, das sind weniger, aber es sind echt viele. Die EU ist groß. Also 30 brauchen wir jetzt, oder was? Es sind über 30 Länder okay. In Europa. Wir packen ja einfach zuerst mal die schwierigen ab, weil dann fallen uns die gleichen. Also ich weiß sie alle. Ich weiß sie alle. Echt? Ich helfe euch aus der Patsche, aber wir können uns systematisch von oben nach unten arbeiten. Ah, okay. Okay. Also Norwegen ist Oslo. Dann mach's, warte, ja. Dann machen wir das doch gerade so. Machst du den Moderator und wir drei spielen das jetzt einfach. Du nennst uns ein Land und wir sagen davon die Hauptstadt. Okay, dann gehen wir mal durch. Ich versuche mitzuzählen. Also, Finnland. Wenn du willst, kannst du auch darüber eine Ach nee, dann sehen wir es nicht. Die beantwortet mal. Fangen wir oben an, Finnland. Helsinki ist korrekt. Norwegen, Oslo hast du gesagt. Mhm. Dann Schweden. Stockholm. Moment, ich bin mir nicht sicher, ob das richtig ist. Doch, ist richtig. Ist richtig? Ja. Okay. Okay. Dann Deutschland. Berlin. Dänemark. Das klang falsch. Berlin ist doch ein Spaß. Bonn. Du meinst Heilbronn. Krefeld. Boah, Digga. Alter. Oh, Dänemark ist ein bisschen schwierig, aber ich glaube irgendwas mit Burg. Kopenhagen. Kopenhagen? Ja, Kopenhagen-Burg. Belgien. Brüssel. Ja. Holland. Amsterdam. Ja. Dann fangen wir, machen wir rechts oben weiter. Estland? Moment, Estland ist. Dicker! Bei mir sind sie wenigstens leise. Die hört man tatsächlich sehr, sehr selten, die Stadt, weil die einfach für nichts bekannt ist. Aber die stinkt noch ein bisschen. Aber die ist ganz oben an der Küste, an dieser Spitze, die rechts in die Ostsee hochgeht. Irgendwas mit R kann das sein? T. Hä, warte, wo sind wir jetzt? Estland. Wo ist Estland? Estland? Ein Land, das eigentlich für nichts bekannt ist, außer Wald. Nein. T.A. Ich würde hat sechs Buchstaben. Ist recht kurz. Endet mit in. Richtig. Tallinn. Richtig. Tallinn, passt. Dann Lettland, darunter. Moment.
Warte. Das ist aber jetzt mit R. Das ist richtig. Riga. Ja. Dann haben wir 9. Dann darunter Litauen. Litauen. Auch ein Name, den man sehr, sehr selten gehört hat. Hä? Monet? Monet ist keine Stadt? Monet ist keine Stadt. Niemand hat Monet gesagt. Nein. Tja. Jeder kennt Litauen, aber wie heißt die Hauptstadt von Litauen? Auch Litauen? Vielleicht Nein. ist es nur eine Stadt. Nein. Es fängt mit V an. Oh. Venedig ist es nicht. Nein. Jeder weiß, dass Venedig in Frankreich liegt, also gut. Korrekt. V. Keine Ahnung, ey, ohne Scheiß. Ich weiß wirklich nicht. V. Ne? Okay, die heißt Vilnius. Safe? Mhm. Vilnius. Das hast du dir rausgedacht. Nee, Vilnius. Vilnius. Ich war schon da, von da wurde ein Kollege von mir mit dem Hubschrauber nach Deutschland zurückgefahren, weil ihm eine Gasflasche in der Hand explodiert ist. What the fuck? Ja, deswegen war ich in Vilnius im Krankenhaus. Ach ja. Okay. Polen? Warschau. Richtig. Dann Tschechien. Prag. Weißrussland. Moment. Ich habe keine Ahnung. Oh. 5 Buchstaben. Ich sage jetzt einfach Warschau. Nee, es war ja Polen schon. Wie viel brauchst du? 5 Buchstaben. Fängt mit M an. Nein. Minsk. 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 Ja. Passt. Jetzt sind wir bei 3. Warum habe ich gerade gesagt, dass Minsk genauso viele Buchstaben hat wie Moskau? Moskau gehört nicht zur EU. Ich muss es gerade überlegen, wo wir sind auf der Karte. Wir waren jetzt Weißrussland, Tschechien, Bulgarien. Fuck, das kennen wir. Mhm. Ich habe ein Land übersprungen, das holen wir gleich nach. Bulgarien ist Bukarest. Nee. 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 Nicht? Mhm. Bukarest ist Ungarn. Ist Ungarn. Ungarn. Mhm. Ja, Ungarn ist Bukarest. Richtig. Aber Bulgarien ist Mädchenname. Mädchenname? Ja. Ist ein hübscher Mädchenname. Ich finde ihn ganz nett. Endet es mit Lin am Ende? Nein. Das ist kein Stripper-Name, Leute. Oh. Sofia? Ja, genau. Sofia passt. Rumänien? Das ist schwierig. Das ist schwierig, weil die Hauptstadt liegt nämlich da, wo bekanntlich Transsilvanien ist. In der Nähe. Glaube ich. Das Blöde ist, mir fällt jetzt von Rumänien gerade selber nicht ein. In Budapest war Ungarn. Von wo war Bukarest? Rumänien. Meinst du? Weiß ich nicht. Nicht Google-Fragen. Von Rumänien. Rumänien. Ich glaube, Bukarest hört sich schon nicht schlecht an. Das war dumm, Alter. Wieso habe ich Bukarest gesagt? Aber Ungarn, Rumänien, das ist... Ist Bukarest die Hauptstadt von Ungarn? Oder war es doch nein, Budapest? Budapest ist die. Schon Budapest, ja, ne? Ist Budapest, ja. Ich hab mich und Bukarest ist dann Rumänien, oder? Nein, ja. Ich meine es... Was? Ja. Schon, ne? Meinst du? Ja, doch. Doch, passt. Bukarest ist Rumänien? Ja. Gut, okay. Dann haben wir Rumänien, Ungarn, Bulgarien, nehmen wir weiter runter, Griechenland, Athen. Dann gehen wir wieder hoch. Nach Montenegro? Fanfrage, Montenegro ist Montenegro? Nee. Fuck. Aber witzig ist, ich bin schon die komplette Autobahn in ganz Montenegro abgefahren. Oha. Die ist aber nicht lang. Es gibt nur eine und die hat 80 Kilometer. Das war's. Dann bist du vorbei, aber ich dachte, Monaco ist Monaco. Ja, stimmt, Monaco ist Monaco. Die montenegrische Hauptstadt ist mit P. Mit P? Ja.
Montenegro? Montenegro? Nee. Also ich löse die einfach mal, ich denke, das wird sonst schwierig. Podgorica heißt die. Alter, Podgorica. Ich wusste nicht mal, dass sie Teil von der EU sind. Sind sie nicht, aber sie sind in Europa. Oh. Achso, Europa, scheiße. Ich dachte, wir machen EU. Dann, das habe ich eigentlich auch gedacht, ja. Dann hätten wir Weißrussland auch schon nicht mitgemacht. Und auch Norwegen nicht. Ich habe mich schon gefreut, dass Weißrussland, dass wir uns doch erweitert haben. Nee. Ja, Norwegen und so wären da sonst auch nicht drin. Montenegro, Albanien? Kosovo. Nein. Fuck. Kosovo ist ein Land, da kommen wir gleich zu. Ich wollte sagen, Kosovo ist Albanien ist ein eigenes Land. Kosovo ist ein eigenes Land, die haben sich abgeteilt. Okay, woher weiß ich jetzt, ob ich jetzt den albanischen Adler oder den kosovarischen Adler mache? Weil der kosovarische Adler auf einer blauen Flagge ist. Ah, okay, natürlich. Und der Adler an sich ist Gold statt Schwarz. Ah, okay. Wir sind ein bisschen weiter vorne in der Zeit. Also sind wir jetzt in Albanien? Richtig. Dua Lipa. Nicht ganz. Fuck. Fängt mit T an. Dua Lipa. Ich wollte Rio Lipa sagen. Noch besser. Aber das war's auch nicht, oder? Nee. Oh. Ich helfe euch da mal. Die Länder da unten, da kennt man eigentlich nicht so viel, wenn man nicht da war. Tirana ist von Albanien. Nee, dann haben wir rechts nebendran den Kosovo. Mhm. Da ist es. Skopje? Ja, Skopje. Dann links drüber Bosnien-Herzegowina. Warte, das wusste ich mal. Oh, ich weiß es nicht. Lauch. Das war einfach. Boah, der riecht so intensiv. Nee, Bosnien weiß ich nicht. Oh, was war denn Bosnien nochmal? Bosnien. War das vielleicht Bukarest? Sarajevo. Oh, Alter, du hast recht. Ja. Sarajevo, jetzt habe ich wieder. Ziemlich bosnisch. Dann links daneben Kroatien. Oh Mann. Wer weiß es von euch, Regie? Regie, macht mal was. Seid auch gefragt. Kroatien. Mhm. Nicht nur da oben rumsitzen und stinken. Kroatien. Du musst einfach mal hasseln von der Zugspitze weg, du kleiner Drecksack. Alter, Kroatien, jetzt komm mal. Jetzt komm mal, streck dich mal. Ja, das kennt man doch. Ich grad mal in der Früh um 6 Uhr, da kommt doch was. Aber von da oben kommt gar nichts mehr. Ich glaube, der eine ratzt schon wieder auf dem Stuhl. Ja, ich glaube auch. In welchem Bundesland liegt Karstadt? Karstadt. Wir überlegen, Kroatien. Oh, ich habe gerade an Fußball gedacht. Eine Fußballmannschaft, mit der konnte ich was anfangen, aber... Aber ich hatte zu dem Zeitpunkt schon. Zagreb? Das kann gut sein. Scheiße, bin ich drunk. Ich glaube Zagreb, ja. Dann gehen wir nach Slowenien. Bukarest. Nee, hatten wir ja gerade. Das ist immer noch Rumänien. Oh, ich dachte, du hättest Rumänien gesagt. Nee. Das ist ein Sprachfehler. Slowenien. Okay. Zählt Kaufland auch Slowenien als Land? Mhm. Oh. Slowenien hat auch einen recht komplexen Hauptstadtnamen. Ja. Mit LJ nicht, fängt der aber an. Aber das Legoland ist tatsächlich ein eigenes Land. Scheiß auf, Digga. Geschissen drauf. Da kommt gerade auch ein eigenes Land. Slowenien ist Ljubljana. Dann. Echt? Ja. Grüße. Slowakei. Ah. Jod steht da noch auf, ey. Ja. Ach, ich muss einen rauchen. Was ist denn das? Wir haben es doch gleich. Ich weiß, ich hole nur schon mal meine Jacke. Ich weiß, das von der Slowakei weiß ich gerade nicht. Doch, ich weiß es. Bratislava. Dann. Italien. Rom. Mhm. Darunter ist eigentlich nichts. Österreich. Wien. Luxemburg. Luxemburg. Barcelona. Spanien. Spanien. Aber ist es Spanien, ist es Madrid oder Barcelona? Ich glaube, es ist Madrid. Es müsste Madrid sein, ja. Es ist Barcelona.
Nein. Weiß ich nicht, muss googeln. Aber ich war der Meinung, es ist Barcelona. Nee, ich meine, es ist Madrid. Guck mal, es gibt FC Barcelona und Real Madrid. Ja, und nur die Realen sind die Hauptstadt. Ja, genau. Doch, ich meine, es ist auch Madrid. Weil das FC steht für Fake City. Die Hauptstadt von Spanien ist Madrid, tatsächlich. Ja. Okay, lag ich falsch, ist in Ordnung. Frankreich mit Paris. Korrekt. Italien mit Rom. Schweiz. Schweiz. Den Vatikanstadt mit dem Vatikanstadt. Zürich. Ja, okay, das ist ein Stadtteil von Nein, Stadtstaat. Ja, aber das Ding ist so groß wie ein Gebäude halt. Ne? Ist halt schon ein Joke. ist wie eine kreisfreie Stadt. ja, ja, ist halt so. Jemand Tipps gegen den Kater? Er macht Tür auf, Kater raus, Tür zu. Ja, oder Luftgewehr alternativ. oder Ofen. Nee. Portugal. Portugal ist... Fuck. Lissabon? Ja, Lissabon. Das wäre mir jetzt auch entfallen, ne? Dann gehen wir nach England. London. Irland. Oh. Ist Edinburgh? Nee. Ned? Bei Irland ist Ed Sheeran. Ziemlich sicher. Hast du gerade Ed Sheeran gesagt? Ja, der tote Haare. Da müsst ihr mir Ed Sheeran gar irren. Dann Schottland. Oh, fuck, Alter. In Schottland ist Edinburgh. Stimmt. Wales wüsste ich nicht. Ja, ja, Wales auch so. Weiß ich auch nicht. Aber Irland ist, in Irland ist es da, wo Apple ihren Hauptsitz hat. Wo hat Apple ihren Hauptsitz? In meinem Keller. Okay. Nee, es ist Schrank gleich rechts. Fuck, für was ist Irland berühmt? Whisky? Ja. Colin Farrell und? Scotland? Digga, keine Ahnung. Über was reden wir überhaupt gerade? Birmingham? Nee, nein, das ist auch. Das ist auch Schottland, oder? Das ist England und das ist eine Stadt. Also Bourbon, Whisky. Geh mal ein paar Ed Sheeran Songs durch. Vielleicht hat er schon mal den Namen. Ich hab einen roten Kopf und ein Ed. Soll ich was sagen? Weißt du, was so schlimm ist? She fell in love with an English man. Kissed her on the neck and then she took about him. It's my Galway girl. Nee, da ist kein Stadtname dabei. Nee. Anderen Song. Chöre tatsächlich. Was? Wie? Song von Ed Sheeran, Chöre. Chöre? Du machst mich Chöre. Nee. Was? And the Chöre sings for you. Oh, oh, oh. Das ist der deutsche Ed Sheeran, der zählt nicht. Also, das ist Edge E-Mail. Es fehlt natürlich auch noch Island. Ne? Klassiker, hat einen geilen Städtenamen. Land? Boah. Oh Mann. In Island ist es Reykjavik. Wir brauchen trotzdem noch Irland, sonst gibt es nichts zum Rauchen. Ja, ja. Gehen wir mal alle irischen Städte durch, die wir kennen. Es gibt ja noch keine. Ich google es mal, aber ich verrate. Kerrygold. Okay. Kerrygold. Kerrygold. Echte irische Weidemilch. Kerrygold. Kerrygold extra. Moment. Cheddar. Die haben mir meinen Cheddar geklaut. VW Cheddar. Kennen Sie das Auto? Da waren wir letztens so bei der Kassewartsversammlung vom FC VW Cheddar. Kennen Sie das? Boah, geil, hör auf. Fängt mit einem D an. Dublin! Ja, jetzt haben wir es, geht doch. Gut. Gut. Und Schottland war Edinburgh, sowas. Boah. Edinburgh. Ja. Okay, oder wie Kapital sagen würde, Edinburgh. Ich glaube,
Ich glaube, wir machen ein kleines Päuschen. Die Cherie, die Regie. Mon Regie. Kann ich zu den Gamern wieder umstellen. Genau. Wir machen eine kleine Pause. Wir machen mal kurz 5 Minuten Pause. Und ja, bis dann. Boah, Junge, Alter. Digga, Junge. Da lupft's mir gleich der Riemen, ich bin am Arsch. Ready or not, here it is. Ja, kommt, eine schiebt die Krise, one up for the Krise. Zieh dir noch weiter raus, hallo. Wieso gehen die denn, wieso fahren die wieder ein? Die leuchten. Verstehe es nicht. Hä? Leuchtet der denn jetzt noch? Aber jetzt leuchtet der auch. Ach. Akio. Wie kann ich... Sieht anders aus als zuvor. Jetzt haben wir es auch noch mit Ruhm zu tun. Das hat hier irgendwas mit den Dingern hier auf sich, aber ich weiß nicht was. Das ist drinne, das ist jetzt drin. Ich brauche einmal... Den brauche ich definitiv. Oh. So, den brauche ich. Der fährt aber sofort wieder rein. Jetzt fährt alles rein. So, jetzt ist alles drin. Den brauche ich. Und den brauche ich. Müsste das runtergehen, sage ich doch so. So. Brauche ich einmal den hier wieder. Und einmal. Genau. Oh oh. Thank you.
Apotheke. Oh, ich muss hier weg. Ich kann nicht. Nein, falscher Knopf. Bösen Zauber gelernt. Da, da sind wir wieder. Spinnen, um ein paar Typen zu sehen. Aha. Egal, was im Tagebucheintrag steht, wir nehmen uns das Relikt. In Ordnung. So soll es sein. Für Anne. Ich nehme es. Bringen wir es nach Feldcroft. Ich muss das Relikt geheim halten. Vor allem vor meinem Onkel. Was ist das? Ominous! Die Geräusche, die wir hören, das was wir. Keine Wahl. Ich muss euch folgen. Sebastian, bitte lass es erleben. Wir können Ernst sicher auch anders helfen. Es tut mir leid, Ominous, aber ich nehme es. Das machst du nicht. Wenn du es nicht zurücklegst, mache ich es. Hört auf, alle beide. Bitte, Sebastian, jetzt beruhig dich. Gibt gleich Streit. Aber Ominous weiß, dass ich vor keinem Kampf zurückschrecke. Mit angehört. Alles. Ich habe gehört, dass du Sebastian ermutigt hast, das Relikt zu nehmen. Sebastian hat dann alles getan. Er weiß, was er tut. Er lässt die Dinge einfach oder gefährlich. Wir müssen ihn aufhalten. Und wenn nichts seine Meinung ändert? Es muss etwas tun. Ich brauche deine Hilfe. Soll ich Ominous oder soll ich Sebastian Gericht geben? Ich habe keine Ahnung von diesem Spiel. Sag einfach einen Namen. Ominous oder Sebastian? Keine Ahnung, das zweite. Also Sebastian? Ja. Sebastian hat recht. Wir brauchen das Gericht. Tut mir leid. Mein Entschluss steht fest. Würdest du dafür deine Freundschaft aufs Spiel setzen? Möglicherweise. Ich wollte mir mal wenigstens die Folien angucken von dem Scheiß mit den Flatulenzen. Wir hatten doch einen Account, oder nicht? Ich glaube nicht. Doch, wir haben die hier alle frei. So. Ah. Da sind wir wieder. Soweit. Alter, wir können die Präsentation von Geografie uns reinziehen. Grundlagen der Aufschrift. Oh nee.
Felix, du musst dein Mikro anmachen. Wo ist denn das mit den Flatulenzen? Das ist das an sich, ja. Red mal was. Da kommt nichts. Regie, einmal gucken.